Ich habe eine 20.000 Euro Amazon Return Expensive Box gekauft. In der sind nur Multimedia-Artikel und jeder Gegenstand ist mindestens 100 Euro wert. Also keine Handyhüllen und anderer Quatsch. Und da das hier unser 400.000er Abonnenten-Special ist, wir komplett überwältigt sind von eurem Support, werden wir alles an euch verlosen. Ihr müsst nur den Kanal abonnieren, einen Comment schreiben und auch in die WhatsApp-Broadcast-Gruppe von mir gehen. Am 2. Januar werden dort alle Gewinner veröffentlicht. Amazon ist mit Abstand der größte E-Commerce-Markt der Welt und hat zweifelsfrei Online-Shopping revolutioniert. Jede zweite Produktbestellung läuft mittlerweile über den Giganten und allein 2022 beläuft sich der Umsatz auf knapp 514 Milliarden Dollar, 33,6 aus Deutschland. Das Erfolgsgeheimnis, alles zum oftmals besten Preis anbieten, ab einem Bestellwert von mindestens 39 Euro versandkostenfrei verschicken und mit Prime einfach ein No-Brainer-Angebot für Shopaholics haben, wo man wirklich auf nichts mehr achten muss und die Ware am selben Tag noch ankommt. Wenn dann irgendwas nicht passt oder es nicht gefällt, wird es einfach zurückgeschickt. Ein, zwei Klicks, Retourenlabel ausdrücken oder sogar bei der Paketstation direkt scannen. Doch für diesen Service zahlt Amazon richtig drauf. Die Logistikkosten haben sich nämlich zwischen 2019 und 2022 verdoppelt auf insgesamt 84,3 Milliarden. Was vor allem wohl an den Rücksendungen liegt, die einfach mehr Kosten verursachen als der ursprüngliche Versand. Deshalb gibt es eigene Retourencenter, beispielsweise in Bratislava in der Slowakei, wo spezielle Prozesse für jedes Produkt einen neuen Verwendungszweck finden. Station 1 prüft Verpackung und Qualität. Wenn es den Amazon-Standards entspricht, wird das Ding einfach als neu gekennzeichnet und wieder zum Verkauf angeboten. Ähnlich wie das auch ein Einzelhändler im Geschäft macht, wenn man dort was zurückgibt. Sodass 79% aller Retouren einfach wieder eingegliedert werden können. Wenn es Abweichungen gibt, zum Beispiel beschädigte Verpackungen, dann geht es eine Station weiter. Da werden die Produkte dann kategorisiert, nochmal getestet auf Funktionstüchtigkeit und Co. Die Artikel werden dann aber als gebraucht gelabelt, durchschnittlich für 20% unter Neupreis über das Amazon Warehouse verkauft. Heißt jetzt übrigens Amazon Retourenverkauf. Und wenn externe Reparaturen notwendig waren, wie 2022 bei 7,6 Millionen Produkten, findet man das jetzt bei Amazon Renewed. Noch nie gehört vorher. Darüber hinaus werden einige Artikel auch gespendet oder recycelt, wenn es aus hygienischen Gründen nicht anders ging. Oder aber, und da kommen wir ins Spiel, es geht an einen gewerblichen Restpostenverkäufer. Wo YouTube-Kollege Alex, der häufiger solche Videos macht, mir jetzt die Uhrig Handelsgesellschaft empfohlen hat, weil er meinte, gerade wenn es um kurzfristig geht, könnten die vielleicht noch was machen für uns. Ja, das ging schnell. Vor einer Stunde habe ich ihn angeschrieben, jetzt gerade mit dem Inhaber Manuel Uhrig selber direkt telefoniert. Er befasst sich seit 2016 schon mit der Beschaffung bzw. dem Vertrieb von Rest- und Sonderposten im Groß- und Einzelhandel und nimmt vor allen Dingen Leute dann auch an die Hand, wenn es ums Thema Reselling geht. Er dachte nämlich erst, ich kontaktiere ihn für so ein Experiment. Allein dieses Jahr haben sie Paletten mit einem Neuwarenwert von über 5 Millionen Euro eingekauft, die dann jeweils für 20-25% des Preises weiterverkauft werden. Großteil macht zwar Amazon aus, teilweise meinte er, kauft man aber auch direkt bei den Firmen, zum Beispiel wie Logitech oder SanDisk oder aber bei den großen Distributoren. Wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, weil ich habe mich an dieses Unboxing von der 10.000 Euro Media Mystery Box erinnert und da waren so viele Kleinteile drin wie Handyhüllen und Co. Die sind jetzt noch in dem Requisitenzimmer und deshalb haben wir uns was Spezielles überlegt. Wir holen nämlich nicht irgendeine Palette, sondern eine 20.000 Euro Amazon Return Expensive Box. Mit dem Schwerpunkt auf Multimedia-Artikel. Sprich, die Artikel haben alle mindestens einen Wert von 100 Euro und mehr. Klingt für mich genial, vor allen Dingen für das Vorhaben natürlich an euch, das Ganze zu verlosen. Einziges Problem, was wir nur haben, ist die LKW-Lieferung. Die ist nämlich für nach Weihnachten gescheduled. Manuel will jetzt versuchen, irgendwie eine Sonderfahrt zu bekommen. Und ich habe gesagt, wenn alle Stricke reißen, werfen wir auch noch was in den Topf. Oder es wird irgendwo anders mitgeschickt. Aber wir kriegen das hin. Mein Lieber, wir haben jetzt knapp 7 Uhr in der Früh, ist ein Unwetter, ey. Boote ist da. Und damit das alles nach ruckzuck klappt, da ist es. Und das haben wir. 20.000 Euro Warenwert, 5.000 netto bezahlt, also 25%, weil da können auch theoretisch welche drin sein, die kaputt sind. Das sind eben Restposten. Obendrauf kam nochmal 1.890 Euro für eine Sonderfahrt, aber wir haben alles gemacht, damit dieses 400K-Special dieses Jahr noch online geht. Es ist jetzt gerade, Leute, der 23.12. Ihr könnt alles gewinnen, was da drin ist. Alles, was ihr tun müsst, ist diesen YouTube-Kanal abonnieren, einen Kommentar schreiben, in unsere WhatsApp
WhatsApp Broadcast reinkommen, auch diese abonnieren. Dann geht ihr oben auf das Profil, stumm aus, dann bekommt ihr immer die Benachrichtigung, Insight zu den Experimenten. Und die Auslosung ist dann am 1.1. um 24 Uhr abends. Das heißt, wenn es vom 1.1. auf den 2.1. springt, ist vorbei. Und im Laufe des Tages gibt es die Gewinner dann in der Broadcast. Nicht hier auf YouTube, sondern nur in der WhatsApp Broadcast-Gruppe. Also los. Boah, ich bin so gespannt jetzt. So. Wir haben keine Ahnung, was drin ist. Ich habe extra auch zu Manuel gesagt, wir wollen es auch nicht wissen. Die Liste bekommt man tatsächlich im Normalfall mitgeschickt. Ich habe gesagt, leg sie nicht rein. Schick sie gern später per Mail, weil wir selber einfach diese Überraschung haben wollen. Und jetzt schauen wir. Produkt Nummer 1. Discover Portable Smart Speaker. Ja, das ist schon eine andere Nummer, ne? Wenn ihr dran denkt, die Mediamarkt Box, wie groß das alles war, wir mussten das ja hier wieder zusammenbauen. Das hier sind 20.000 Euro Multimedia. Beziehungsweise Multimedia, Moment. Okay, ja, auch mein erstes Liederbuch gibt es jetzt wohl digital. Ja, auch das könnt ihr gewinnen, Leute. Vielleicht sind ja auch jüngere Zuschauer. Und hier sieht man auch mal, ne? Hier liegt, also das ist dreckig. Das ist, wie gesagt, ne? Das sind Restposten, das muss nicht funktionieren, das kann auch mal dreckig sein. Das ist das erste direkt hier im Schlamm lag, okay. Wir gehen weiter, gucken. MX Master for Mac, eine Maus. Krass, ich kenne nur diese typische, diese kleine Maus. Da konnte ich mich nie mit anfreunden. Ich wusste nicht, dass es jetzt auch so eine, fast schon so Gaming-Variante gibt. Okay, von Logitech. Zack. So, nächstes. Power Beats Pro von Beats. Ja, auch im Vergleich zum letzten Video mit den ganzen Temu-Fälschungen. Das sind, hoffe ich jetzt mal, die Originalmarken. Ja, Power Beats, auch noch nie ausprobiert. Zack. Weiter geht's. Panasonic Lumix. Die klingt aber... Ey, soll ich mal eine so aufmachen? Ob da jetzt einfach... Vielleicht liegt da einfach nur so Kohle drin oder so, ne? Zack. Aber nee. Die Lumix ist da drin. Seht's, Lumix ist drin. Zack. Und was hier die ganze Zeit so klappert, sind halt hier diese zwei Geschichten. Die sind hier einfach lose drin. Das ist Stereo Mic Capsule. Auch das sind, glaube ich, so Kopfhörer. Zack. Chris schüttelt. Was ist es dann? Audiorekorder. Zum Abhören. Spine von Leuten. Ja, da kennt er sich wieder aus. Ja, er lacht. So, hier haben wir Link Buds. Okay, Plastic Free Packaging. Na gut, nehmen wir mit. So, jetzt will ich mal irgendwas. Ich hole mal irgendwas Großes. Ich werde mich hier vorarbeiten. Erstmal AirPods. Zack, AirPods. Auch die, was steht hier? Apple No Power. Also No Power, glaube ich, steht hier. Das heißt, anscheinend, das könnten welche sein, die jetzt gar nicht funktionieren. Genau, hier sieht man auch schon. Liquidation, also wahrscheinlich so kaputt und können nicht mehr verkauft werden. Auch die liegen hier drin. Zack. Beziehungsweise Bastler können das dann wahrscheinlich schon. Ne? Also für mich jetzt keine Chance. Chris guckt schon so nach dem Motto, okay, wenn keiner haben will. Er schaut nochmal. Die haben wir auch zweimal. Zack. Dann haben wir mal wieder von Sony hier. Okay. Hier sind, okay, da, hier liegen, glaube ich, alle Bedienungsanleitungen. Und jetzt von Sony hier so ein Handy drin. Das hatten wir auch noch nicht. Von Sony, glaube ich, ein Phone drin. Xperia. Okay. Ansonsten Zubehör bei dem jetzt zum Beispiel. Ihr seht es, alles dabei. Ne? Also hier wirklich alles dabei. Ich soll ehrlich sagen, für mich haben diese Boxen, jetzt no joke, das hat ja viel mehr Charme. Ja, finde ich viel mehr Überraschung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Findet ihr Mystery-Boxen besser? Also wo man weiß, okay, Saturn, Mediamarkt, das wurde alles nicht verkauft oder sowas. Zack. Gucken mal rein. Ah, nicht Black Pots, aber es sind schwarze Kopfhörer. Nice. Ja, im letzten Video meinte ich noch. Wer dafür das Apple, die mal rausbringt? Ah, JBL. Das sind JBL schwarze Kopfhörer. Cool. So, jetzt, ich will was Großes. Aha. Asus in Search of Incredible. Was ist hier drin? Ich mach direkt auf, Chris. Brauchst keine. Er guckt schon so, oh Gott, was macht er da? Nee, nee, ich hole jetzt alles raus. Hier ist ein Lüfter drin, Leute. Grafikkarte mit so einem dicken Lüfter. Ist das eine Grafikkarte? Na gut.
So. Perfekt. Also sind auch ein paar richtig große Sachen. Weiter geht's. Hier, das legen wir dann auch noch bei. Und Süßigkeiten hat er echt viel reingepackt. Ey. Er hat gesehen beim letzten, wie ich mir hier einen abgerackert habe und hat gedacht, wenn er Zucker braucht, legt er ein bisschen was rein. Hier zweimal noch von Beats. Die sieht man auch. Die waren im Amazon Warehouse, sind dann anscheinend hier gelandet. Alright, zack, stehe ich jetzt mal hier vorne. So. Aesure 4-Core Series. Krass, was ist das? Okay, jetzt bereue ich es gerade doch da reingeguckt zu haben. Die Leute, ich weiß jetzt schon, dass in den Kommentaren die Leute machen sich wieder lustig, dass ich gar die Hälfte der Sachen einfach gar nicht kenne. Okay, das ist so, es ist ein Navi fürs Auto, vermute ich mal, oder? Ja, macht auch Sinn mit dem Bild hier vorne drauf. Das ist hier so ein Autoteil. Hier wieder Teile, die ich mal wieder aufmachen muss. Ich gucke in einem rein, ich glaube, das ist beides das gleiche wieder. Mhm. Halt nur Markenprodukte, ne? Das war, ist schon cool. Ah, okay. Zack. Und diese, das sind wieder Beats. Oha. Okay. Hier wieder rein. Dann mache ich die zweiten jetzt mal gar nicht auf. Beziehungsweise ich lege die jetzt einfach mal so hin. Es geht weiter. Beats auch noch mal in Rot am Start. Sehr cool. Dass die auch nicht verlost werden. Habe ich die unterschlagen? Dann Logitech Gaming Mouse X Pro am Start. Okay. Hier haben wir AirPods. Zack, Received Cases. Dann haben wir noch ein paar. Nämlich hier und hier und hier. Okay, nehme ich mal alle zusammen. Dann, okay, das ist hier so ein Tacker. Ich denke mal, ich bin sicher, das hat der Manu reingelegt, so, weil wir damit am Ende die Steuer machen für unsere ganzen Videos und Experimente. Weiter, JBL, True Wireless, Kopfhörer. Kopfhörer. Also Kopfhörer sind quasi die Handyhüllen in teuer. JBL in allen Farben, schwarz, grau, rot, hier nochmal. Zero Noise, so Noise Cancellation. Es geht weiter. Was kommt jetzt? Band Creator und Looper. Ist das so Digitech Harman? Das ist quasi so ein Mischpult, sowas wie ein Rodecaster. Würde ich jetzt vermuten. Schreibt es gerne rein. Roastet mich, Leute. JBL, nochmal Kopfhörer in so einem Navy, Grau. Okay, so, Amazon Box. MM Fixed Height. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, bei Liquidation heißt einfach nur, dass sie das sozusagen aus dem Bestand rausgenommen haben. Mhm. Nice. JBL Box in klein. Boah, die ist echt fresh. Nur Verpackungsmaterial und das Ding. Voll gut. Keiner braucht irgendwie Verpackung, Anleitung. Mein Gott, die Dinger steckt man rein und dann gehen die, oder? Und wenn nicht, rufst du Chris an und dann kommt er und macht das halt. Und dann gehen die meistens. Ja, er facepumpt. Wir haben AirPods Nummer 7. Wir haben AirPods Nummer 8, Nummer 9, Nummer 10, 11 und 12 und 13, 14. Okay, jetzt wird's. 15, 16, 17, 18. Alter, wer hat den Kurier überfallen, ey? Aber irgendwo liegt das Gold und Sie wissen wo. 19, 20 und 21. Gucken wir auch wieder rein. Also für mich viel, viel cooler. Audio-Technica Hybrid Noise Cancellation. Das könnte fast so ein, wie heißt der Typ? 24 Tim Instagram Giveaway Bild werden. Gold, steh auf Bling, Bling. AirPods. Okay. Gut. Zack. Und nochmal LG Tones. Ich sage, AirPods und Kopfhörer sind echt die Handyhüllen im Expensive-Bereich. Legendary Blue Broadcast Sound. Ah, ein Yeti. Hab ich bestimmt 3, 4, 5 Jahre gerockt, bevor wir zum Shure gegangen sind. Sehr nice. Also wer Podcast starten will, 2024, schreibt's rein. Nochmal AirPods. Süßigkeiten, Haribo Camellos. Die werden nicht verlost. Die werden wir uns gleich gönnen, aber hier sieht man auch, ne? Okay.
Einer wurde genascht und einen hat es hier, glaube ich, auch zerlegt, so ein bisschen in der Verpackung. Nächstes Jahr an Halloween, wenn wer klingelt. Da haben wir, naja, das kann ich jetzt nicht erzählen. Aber dann haben wir dieses Jahr haben wir ein sehr witziges Bild gemacht. An Halloween, wo jemand im Treppenhaus hochgekommen ist, verkleidet. Und die Cam hat davon einen Pick. Und ich war am Überlegen, kann man es posten, kann man es nicht posten. Da habe ich gedacht, nee, am Ende. Aber war lustig. Egal, hier, Gaming Maus, Zack, Republic of Games. Pass auf, das packe ich mal da. Das ist doch besser als dieses Mischpult, ehrlich. Okay. Das so ungefähr kamen unsere letzten Hermes-Bestellungen an hier in München. Exceptional Recording. Ja, ob das noch zutrifft, weiß ich nicht. Aber das Teil ist auf jeden Fall drin. Ja, so ein Aufnahmegerät. Okay, ah, das ist so ein hier. So wie bei, wo ist das denn so? Bei der Polizei? Bei Ärzten, genau, wo das so aufgesprochen wird, so, was, wie der Befund aussieht. Also, vielleicht braucht noch jemand. Es geht weiter. Ukitel. Oh, hier liegt ein Handy drin. Ah, nein, das ist wieder so ein Ding. Das wird nicht Ukitel ausgesprochen. Das ist das neue, ich bin sicher, das ist das Xiaomi, aka Xiaomi. Xiaomi Smartband. Ihr schreibt unten rein, wie wird es richtig ausgesprochen. Aber da fehlt irgendwas, ne? Da war noch was anderes drin, das ist jetzt hier nicht drin. Also wer das gewinnt, wir haben es nicht rausgenommen, ihr habt es gesehen. Es war nicht drin. Ich lege jetzt hier, glaube ich, auch ein paar Sachen hin. Boah, zack. Nintendo. Mario Kart Live Home Circuit. Ach, das ist für die Switch quasi, eine Nintendo Switch. Und so eine Special Edition von Mario Kart. Krass. Das ist ja richtig geil. Und da sind so, anscheinend hier so Zusatzsachen dabei. Aber ist da jetzt auch die Switch mit drin? Mario Kart, Luigi einmal. Ja, das will ich jetzt wissen. Ich mach das jetzt auf. Zack. Hier, Mario ist Vierter, Fünfter geworden, oder? Das will ich jetzt wissen. Also wer die kriegt, Leute, ihr seht es ja jetzt, ne? Ich war's, ich hab's aufgemacht. Liegt das jetzt hier vor, ich will jetzt wissen, ob das Gerät da drin ist. Das Gerät? Ne, dieses Fahrzeug liegt hier einfach nur. Ja, das ist Luigi. Luigi? Ja, vielleicht, Luigi ist eigentlich eh der coolere. Ne, eine Switch ist nicht drin. Also das ist dann eher so ein Spiel für, wenn du es schon hast, so ein Add-on-Ding. Sieht aber cool aus, deshalb würde ich es jetzt trotzdem mal hier so... Okay, weiter geht's. Wir haben Kopfhörer. Oh, ich sehe da noch was, das war ja noch gar nicht drin. Moment mal, sind das etwa AirPods? Sind das hier AirPods? Nächstes Teil. TV. Schwarze Kopfhörer. Amazon Warehouse, Google Pixel 6a. Das mache ich jetzt mal nicht auf. Das scheint auf jeden Fall drin zu sein. Okay. Also gefühlt 20.000 Euro. Ich meine, ich weiß gar nicht, so AirPods, was die im Original kosten, so ein 100er, 120. Ja, es ist halt viel weniger, ne? Du hast nicht diese riesigen Fernseher und so weiter, aber ja, hast halt nur Pieces, die 100 Euro oder teurer wert waren. Logitech Pro. Wollen wir einmal klatschen und der Dreck ist weg? So schnell geht's. Wir sind zurück. Ich sehe hier gerade was. Bremsen und Teilereiniger. Zack, oben drauf. Perfekt mit dem Kamin im Hintergrund. Hier, ja, wenn hier alles in die Luft geht, dann Manuel ist schuld. Genauso wie für diese AirPods. Okay, jetzt kommt. Was ist das? iPod Air, vierte Generation. iPad Air, vierte Generation von Logitech. Kennt jeder, ja? Das ist es. Beats in Weiß. Dann haben wir Spotlight Presentation Remote Gold. Boah, würde hier auch gut reinpassen. Ich wusste gar nicht, dass Logitech solche Artikel alle hat. Für mich waren die früher immer nur, ehrlich gesagt, Mäuse. Hier, genau, dafür kannte ich die unterrasseln. Hier haben wir Razer. Zack, okay, sowas wie Zusatztasten. So Streaming Deck von Razer mäßig. Oder für die Tastatur zum so ranmachen. Tatatus Pro Analog Optical Gaming Keypad. Okay, sowas habe ich noch nie benutzt. Weiß ich. Benutzt jemand von euch ein Gaming Keypad? Die packe ich mal nach hinten. Krass. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen, ne? Note 10 haben wir hier. Zack, Samsung Galaxy Note 10 Plus ist ebenfalls am Start. Geht's weiter mit Kopfhörern. Nice. Professional Wireless Headset. Das sieht aber auch so wie so Closer.
wollten wir auch noch testen, eigentlich ein Closer-Coaching. Die haben so Telecenter, die haben solche Dinge auf. Dann von Sony die etwas coolere Variante. Ich überlege gerade, das könnten sogar die sein, die ich lange Zeit benutzt habe. Noise Cancellation. Die sind mega gut. Ich sage euch, die gibt es so verschiedene Stufen. Wenn ihr nachts die Stufe habt, wo ihr wirklich nichts hört, finde ich es ein bisschen spooky. Und dann geht man da raus und dann merkt man erstmal, wie viel Hintergrundgeräusche da eigentlich sind, irgendwas läuft und so weiter. Weil die Noise Cancellation von Sony sind heftig. Also ich finde die richtig krass. Aber auch übel gut zu fokussieren und so. Oh, das passt schon. Okay, wir haben von Use Boss PSA Adapter. Okay, ein GE7 Equalizer. Okay. Dann von Ding, von Bose, dann Pixel Buds Pro in Schwarz. Dann haben wir, ach krass, das sind AirPods. Wir haben AirPods. Luigi, du musst bald, warte, wir müssen dich vielleicht noch mal kurz umbauen. Hey, pass auf, wir machen Folgendes. Wir klatschen jetzt noch mal und dann stehen die Sachen alle auf der anderen Seite, dass ich hier mehr Platz habe. Mal gucken, vielleicht funktioniert's. Es hat funktioniert und wir machen weiter mit In-Ears. Zack, ein richtig fettes Teil liegt da unten drin, das hole ich ganz am Ende raus. Das hier ist ein, das sieht wieder wie so ein Handy aus. Ist es auch. Das ist halt das Geniale bei Apple, ne? Da flutscht alles raus. In dem Fall ist es, ja, ist halt einfach ein Apple iPhone, ne? SE2. Pack's rein. So, weiter geht's. AirPods. Ich mache eine neue, ich mache einen dritten. AirPods. Und hier haben wir Beats Studio Buds. Dann haben wir hier nochmal Link Buds S. Next one. Galaxy Buds Pro. Und jetzt mal was ganz anderes. Eine Huawei Watch GT Runner. Gar keine Erfahrung mit Smartwatches von Huawei. Schreibt mal gerne rein, sind die gut? Können die was? Dafür aber das hier. AirPods, wir stapeln. Zack. Und das hier sind Beats, so durchsichtige. Da haben wir, glaube ich, auch jetzt jedes Colorway hier liegen. Dann die weißen nochmal von Beats. Und wieder ein Pixel. Ich glaube, das hatten wir auch schon einmal. Genau. Nochmal AirPods. Ich kürze es ab. Zweimal noch AirPods. Und jetzt hole ich mal den dicken raus. Ah. Oha, also Leute, wer geht in die Metaverse mit uns? Das sieht mir doch nach so einer Gaming-Brille hier aus. VR Headset to Controller. Pico 4, hat das wer von euch? Im Januar drehen wir tatsächlich einen Beitrag sogar nochmal zu VR und die ganzen Gadgets mit Pro7. Ich hatte ja mal so ein Date in der VR. Nicht so gut gelaufen. Okay. Hier nochmal für Steuererklärung, einen für Chris, einen für mich. Ich weiß gar nicht, wo meiner ist. Der liegt da irgendwo. Okay, und das hier ist. Was ist das? Das ist Wi-Fi Man Wizard. Weiß ich immer noch nicht, was es ist. Zack. Okay, hier lag, glaube ich, mal was drin. Okay, das ist jetzt unangenehm. Jetzt habe ich es ausgepackt und ich weiß immer noch nicht, was es kann. Du weißt es auch nicht, Chris. Nee. Er weiß es auch nicht. Vielleicht blenden wir ein, was es kann. Ist auf jeden Fall ein Wi-Fi Wizard. Und jetzt die letzten. Hier. Das werden alles die gleichen Sachen sein, vermute ich. AirPods sind's. So verpackt. Das sind alles AirPods. Die sind nämlich auch hier und hier drin. Die mache ich jetzt mal nicht auf. Das lasse ich jetzt mal einfach so. Und jetzt kommen wirklich die allerletzten AirPods. Also wir haben 40 mal AirPods. Eins, zwei, okay. Ah, so ein Headset von Beats. Und hier. Ist das ein Helium-Router oder? Das sind Kopfhörer. Also Kopfhörer oder man empfängt da irgendwas mit. Meliconi. Ich lege sie einfach wieder so rein. Gut. Zwei sind noch am Start. Einmal ein
OnePlus 8T. Ah, hier haben wir ein OnePlus 8T. Boah. Riecht gut. Handy ist hier drin. Ich lasse es jetzt mal hier drin. Ich will jetzt nicht jedes Handy kaputt machen irgendwie. Und jetzt das letzte Produkt. Es ist dieses hier. Ein Android. Ein Fiso Android. Mhm. Zack. Das muss ich jetzt doch wieder rein. Boah. Alright. Hier. Auf Soldier angelehnt. Das wurde auch benutzt. Also sieht man auch, ne? Kamera und so. Ja, wir sind soweit durch mit dem Unboxen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Fazit. Wir rechnen noch mal ein bisschen raus. Und ja, Leute, ihr wisst Bescheid, wie ihr gewinnen könnt. Kommt in die WhatsApp Broadcast, abonniert den Kanal. Jede Woche, Leute, kommen hier 2024 Internet-Experimente. Wir testen alles, was wir im Internet sehen und vor allem, was ihr uns schickt. Deshalb immer super gerne Vorschläge und ja, bis gleich. Es waren genau 101 Artikel und wir freuen uns wirklich für jeden Einzelnen, der hier was gewinnt. Ein dickes Dankeschön an der Stelle auch nochmal echt an Manuel, der alles hier in dieser kurzen Zeit überhaupt erst möglich gemacht hat. Vor allem aber natürlich an euch. Ihr habt dieses Jahr uns so viel Liebe geschenkt. Wir haben über 170.000 Abos gemacht, mehr als 100 Millionen Views, was komplett surreal ist. Deshalb hoffen wir, unser letztes Video für 2023 hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal für andere spannende Experimente, die wir versuchen wöchentlich hochzuladen. Zur Zeit dieser Aufnahme ist es gerade der 23. Dezember, 23.50 Uhr. Wir packen ein, cutten die Nacht durch und ich glaube, Chris und ich legen uns dann unter den Baum. Und wer nicht genug kriegen kann, schaut auch nochmal dieses Unboxing an. Aber verpasst den Outtake nicht. Thank you.